Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen heute an dem 22. Januar 2021. Und wir haben heute den digitalen Vortrag für Sie vorbereitet. Der Weg zu datengestützten Auswertungen mit SAP SuccessFactors People Analytics Report Story. Wir haben uns hier ausschließlich an die Wortwahl der SAP gehalten. Deswegen ist das ein bisschen komplizierter Titel, aber damit man das Ganze auch gut einordnen kann. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zugeschaltet sind, denen geht es gut. Sie haben sich's sozusagen bequem gemacht. Vielleicht einen Kaffee, ein Getränk oder ein Gepäck noch zur Hand und genießen jetzt die folgenden 45 Minuten. Mein Name ist Dirk Fahlkamp. Unten sehen Sie auch ein Foto von mir. Ich habe die Verantwortung oder die Verantwortung, die mir zugeteilt wurde innerhalb der Zalaris Deutschland, ist den Geschäftsbereich Analytics und Accounting zu steuern mit dem Team und hier Leistungsangebote für Kunden zu erbringen. Das heutige Thema kommt aus dem Bereich Analytics und da freue ich mich, dass ich meinen Kollegen Holger Kusmierz, der auch den Bereich Analytics leitet, hier gewonnen habe, fachlich das Thema aufzugreifen und des Weiteren aus seinem Team Herrn Can Aptik, der technisch den schwierigsten Part hat, live hier was am System zu zeigen. Aber ich drücke dir den Daumen, Can, du wirst das schon hinbekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Personen werden sich nachher, wenn sie einsteigen, zu ihren Themen, zu ihrem Part selber nochmal persönlich vorstellen. Ja, ich hatte gerade einen Zwischenruf. Stimmt irgendwas mit der Stimme nicht oder hört man mich nicht? Doch, du bist gut zu verstehen, Okay, Dirk. Alles gut. super. Gut, dann was haben wir für Sie vorbereitet? Wie sieht die heutige Reise aus? Wir haben einmal einen Punkt bezüglich der technologischen Integration. Worüber reden wir eigentlich technisch, damit Sie das grob einordnen können, wo dieses Werkzeug, was Ihnen später vorgestellt wird, angesiedelt ist und wie auf welcher Datenbasis es aufsetzt. Dann gehen wir über zu dem Part, was kann ich eigentlich mit diesem Werkzeug machen und was ist der Mehrwert innerhalb der Personalabteilung? Das heißt, den fachlichen Aspekt. Dann schauen wir uns an, wie sieht das überhaupt aus, über das wir, also über das Produkt, über das wir gerade reden? Und abschließend, wie können Sie in den Genuss eigentlich kommen, das Produkt sofort zu nutzen und entsprechend einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu erreichen? Ich würde jetzt starten mit der Einordnung der technologischen Integration in SuccessFactors. Can, danke. Und zwar, was Sie natürlich benötigen, sehen Sie auf der linken Seite. Sie benötigen natürlich ein SuccessFactors Modul, mindestens eins. Sie müssen nicht alle haben. Beispielsweise, wenn Sie nur Recruiting im Einsatz haben aktuell, dann reicht das vollkommen aus. Das heißt, was in der Wolke dargestellt ist, Punkt eins, die SuccessFactors Foundation Suite benötigen Sie in der unterschiedlichen Ausprägung der Module, um überhaupt ein Reporting aufzubauen. Wenn Sie es schon ausgeprägter haben, das heißt mit Employee Central und auch Datenintegration zu SAP HCM oder Non-SAP-Applikationen oder auch andere Daten, dass das System vielmals SuccessFactors gespeichert, vielmals gespeist werden, dann können Sie diese Daten auswerten. Also, Sie brauchen eine Datengrundlage, um die eingebetteten Analysen dann durchzuführen. Wenn Sie diese Voraussetzung haben, das heißt, die Software beschafft, dann ist die SAP so freundlich, das hat sie jetzt ja Ende Q4
2020 hat sie gesagt, dass wir das Reporting-Werkzeug, und zwar die SAP Analytics Cloud, als Side-by-Side, das heißt in einer direkten Verbindung mit SuccessFactor, den Kunden zur Verfügung stellen. Und das sehen Sie auf der rechten Seite. Innerhalb der Reporting Suite wird Ihnen Stories angeboten, also das heißt ein zusätzlicher Reporting-Typ zu den normalen Tabellen, Kacheln und Dashboards, die Sie sowieso schon kennen, haben Sie dieses analytische Werkzeug zur Verfügung. Und Sie können dann, ganz wichtig, nur auf die Datenbasis, die in SuccessFactor vorliegt, und zwar auch nur auf die Live-Daten, also die Daten, wie sie gerade aktuell wirklich dort erfasst oder durch Transaktionen verändert wurden, zugreifen und mit der vollen Funktionalität, das heißt auch da wieder ein bisschen eingespeckt, nicht volle, aber eine sehr mächtige Funktionalität, die wir nachher sehen können, diese Daten aufbauen, vielmals auswerten. Und wir reden hier in dem Sinne von Stories, weil wir die verschiedenen Tabellen und Kacheln, die Sie vorher in einzelnen Ausführungen hatten, hier für eine betriebswirtschaftliche Fragestellung schön miteinander in einem geschlossenen Auswertungsraum kombinieren können. Ich möchte aber gerade die Verwirrung, und das ist wichtig, dass Sie das mitnehmen, aus meinem Part zwischen SAP Analytics Cloud und dem Embedded hervorheben. Und kannst du bitte eine Folie weiterklicken? Danke. Die SAP Analytics Cloud gibt es, man muss sie dann lizenzieren, in einer Vollversion. Und ich habe gerade nur über den Teil gesprochen, der ganz, ganz links ist. Das heißt, über den Part Business Intelligence und nur auf den Daten, die in SuccessFactor vorliegen. Danke für den Laserpointer. Also um diesen. Aber ich kann das noch nicht führen. Doch, um diesen Bereich. Die SAC, wenn Sie sie als Enterprise erwerben, also als eigenständige Lösung, dann können Sie aber noch viel mehr. Sie können planen, Sie können also eine Personalkostenplanung, Einsatzplanung etc., also die unterschiedlichsten Planungsszenarien durchführen. Sie können aus dem Bereich Machine Learning Predictives nutzen. Darüber haben wir auch ein Buch verfasst. Bei Interesse einfach melden oder auch kaufen. Was sehr gut, vielmals in dem Buch werden auch sehr gut Personalanwendungsbeispiele beschrieben, also mit Praxisbezug. Und wenn Ihnen diese drei Standardfunktionen auf der linken Seite nicht ausreichen, dann können Sie wirklich auf der grünen Wiese eigene Applikationen kreieren, sage ich mal, entwickeln. Dafür brauchen Sie dann aber auch Entwicklerwissen. Der weitere Vorteil ist, dass Sie nicht nur auf die SuccessFactor-Daten eingeschränkt sind, sondern Sie können damit alle Daten Ihres Unternehmens, um ein Unternehmenscontrolling aufzubauen über alle Bereiche oder auch eine Unternehmensplanung aufzubauen, in dieser Cloud-Lösung kombinieren. Und dann auch allen unterschiedlichen Adressaten anbieten. Ich würde jetzt überleiten zu meinem Kollegen, der Ihnen jetzt die fachlichen Aspekte erläutern wird. Ja, vielen lieben Dank, Dirk. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Holger Kusmitz, mein Name. Wie der Herr Wahlkamp gerade schon gesagt hatte, ich bin verantwortlich für das Team oder den Bereich BI und Analytics. Und ich setze jetzt einfach mal die fachliche Brille auf. Und dazu, Chang, würde ich dich bitten, nochmal eine Folie weiterzugehen. Und zwar, wenn wir uns nochmal, du kannst gerne eine Folie nochmal weiterspringen. Genau. So, und zwar, wenn wir uns jetzt mal diese Wolke angucken, was ist in SuccessFactor eigentlich drin? Da schlägt das Personalcontroller-Herz viel, viel schneller und viel höher, weil hier ganz, ganz viele Informationen und Daten rund um den Mitarbeiter enthalten sind,
Wenn ich mir zum Beispiel Employee Central angucke, da sind die ganzen Mitarbeiterstammdaten drin. Das heißt also, da ist das Geburtsdatum drin, da ist die Stelle, die Planstelle, der Name, Vorname, da ist die Personalnummer drin. Also alles rund um den Mitarbeiter und seine Person. Gehe ich jetzt mal auf Align and Perform, da sind die ganzen Ziele, das heißt die Zielvereinbarung, die Leistungsvereinbarung liegen dort hinter. Dann habe ich das gesamte Portfolio über das Recruiting, das heißt, ich kann mir die ganzen Personalbeschaffungswege angucken. Ich habe hier einen Bereich Learning, das heißt also, die ganzen Qualifikationsdaten liegen hier drunter. Dann Compensation, darunter sind zum Beispiel wiederkehrende Bezüge, also Bonuszahlungen könnten darunter sich verbergen, Tantiemezahlungen. Ich habe den gesamten Bereich Employee Central Service Center. Das ist ein Center, wo Mitarbeiter ihre Anfragen stellen können, Tickets auch für den Personalbereich eröffnen können, wenn sie Fragen haben. Dort ist auch eine riesengroße Wissensdatenbank aufzubauen. Ich kann mir den gesamten Prozess Onboarding angucken. Das heißt also, wie gut wird der Mitarbeiter eigentlich eingearbeitet und dementsprechend integriert im Unternehmen. Ich habe hier noch den Bereich Succession und Development. Dahinter liegt alles rund um die Personalentwicklung. Das bedeutet, dort kann ich hinterlegen, welcher Mitarbeiter ist ein Talent, kann gefördert werden. Ich kann dort die Nachfolgeplanung hinterlegen. Also Sie sehen, wir haben schon ganz, ganz viele Informationen und Daten, die ich mir jetzt für Auswertungen zunutze machen kann. Und Zielsetzung sollte es eigentlich sein, das habe ich hier mal auf der rechten Seite so notiert, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge zur Verfügung zu stellen. So, wo stehen wir eigentlich heute? Und heute stehen wir im Jahre 2021 und es ist eigentlich immer noch so wie früher, dass man hergeht, wenn man mit SAP arbeitet, dass ich Queries nutze. Diese Queries werden dann in Excel meist überführt und dort aufwendig manuell aufbereitet. Und die werden auch nicht nur einmalig aufbereitet, sondern wenn ich sie mehreren Empfängern zur Verfügung stellen möchte, dann werden sie auch mehrfach aufbereitet. Das heißt also, ich beschäftige mich eigentlich immer nur mit der Aufbereitung des Reportings. Und wo könnten wir eigentlich heute stehen? Ich möchte ganz gerne schnelle und unkomplizierte und für die Empfänger ganz passgenaue Reports erstellen. Und das möchte ich ganz gerne in meinem eigenen Bereich, also im Personalbereich erstellen. Das kann ein Personalcontroller machen, das kann ein HR-Business-Partner machen, ein Personalreferent, weil ich brauche dort nicht mehr so viel technische IT-Affinität, sondern ich brauche dort überwiegend die Fachlichkeit, weil die Technik es uns wirklich einfach und schnell erlaubt, dort Reports zu erstellen. Reports, die werden dort nur einmalig aufgebaut und können dann immer wieder reproduziert werden. Das heißt also, immer wieder unterschiedlichen Empfängerkreisen auch zur Verfügung gestellt werden. Chang, bist du so nett und würdest noch mal eine Folie weitergehen? So, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie gehen wir denn jetzt eigentlich vor? Also, wir haben jetzt gesehen, dass wir ganz, ganz viele Daten zur Verfügung gestellt bekommen aus dem Bereich Success Factor. Also alle Informationen rund um Personalbestände und Strukturen, über Bildung, über Personalbeschaffungswege, Talentmanagement und so weiter und so fort. Die sind erstmal ganz unstrukturiert. Jetzt geht man her und strukturiert die Fülle an Daten, sodass ich bestimmte Informationen daraus ziehen kann. Information heißt zum Beispiel aus Planstelle, Stelle, Mitarbeiter kann ich einen Stellenplan generieren. Dort kann ich eine Stellenbesetzungs- oder Auslastungsquote darstellen. Ich kann mir vakante Stellen anzeigen lassen. Ich kann mir Überhänge oder Unterdeckungen anzeigen lassen. Ich kann mir die Eintritte, das ganze Austrittsgeschehen anzeigen lassen. Ich kann mir die Zielerreichungsgrade in Reports darstellen lassen. Ich habe hier den gesamten Prozess Onboarding, den ich nochmal durchleuchten kann und mit schönen Reports hinterlege. Und das Schönste daran ist ganz einfach, ich kann nicht wie früher nur einen Bericht abbilden, sondern ich bilde Stories. Mal ein Beispiel. Ich möchte ganz gerne wissen, wie ist die Personalbestandsentwicklung? Was beeinflusst eigentlich die Personalentwicklung? Dann kann ich mir
dazu die entsprechenden Einflussfaktoren in Stories anzeigen lassen, sodass ich mir in einem Dashboard, in einer Story die Frage beantworten lasse, wieso, weshalb, warum hat sich der Personalbestand verändert? Daraus ziehe ich mir jetzt sehr viel Wissen. Das bedeutet ganz einfach, ich kann mir natürlich hier die Überhänge, Unterdeckung, den Rekrutierungsweg, also den Personalbeschaffungsweg anzeigen lassen. Dort kann ich auch digital mit den einzelnen Plattformen ich sag mal, in Kombination zueinander stehen. Das heißt, ich sehe sofort, wo, welcher Beschaffungsweg läuft gut, welcher läuft nicht so gut, wo bekomme ich gar keine Rückmeldungen. Ich kann mir das ganze Fluktuationsgeschehen dort anzeigen lassen. Ich kann mir Alterszentrierung im Rahmen von Demografie, Informationen und Reports, anzeigen lassen. So, und daraus, generiere ich ganz, ganz viel Wissen. Kann mir anzeigen lassen, wo läuft etwas gut, weniger gut oder schlecht. Und daraus entwickle ich dann personalwirtschaftliche Maßnahmen oder kann auch Prozesse im Rahmen meiner Personalarbeit dementsprechend umstellen und mich auch so verbessern. Der Mehrwert, den wir dadurch haben, ist eine zielorientierte Informationsversorgung. Das heißt, wir schaffen hier einen ganz, ganz hohen Grad an Transparenz. So, und durch die Transparenz weiß ich, wo ich ein Manko habe. Und dieses Manko möchte ich ganz gerne beheben, also ich möchte mich verbessern. Also mit den Informationen kann ich meine Personalarbeit und meine Ergebnisse als Personalbereich verbessern. Und ich kann nochmal durchleuchten, laufen meine personalwirtschaftlichen Prozesse gut oder muss ich an dem einen oder anderen Prozess noch ein bisschen Hand anlegen? Ich könnte Ihnen jetzt noch ganz, ganz viel mehr Informationen dazu geben, aber ich möchte jetzt ganz gerne mal an meinen Kollegen Chang Attik übergeben, der Ihnen einfach mal zeigt, wie einfach und schnell es ist, Reports aufzubereiten, Stories aufzubereiten. Denn diejenigen, die sich mit Controlling, gerade im Bereich Personal auch auskennen, die haben bestimmt noch den Spruch, im Kopf, ja, was dauert denn da eigentlich so lange? Das geht doch alles auf Knopfdruck. Und dieser Knopfdruck wird jetzt Gott sei Dank Realität. Und das wird Ihnen jetzt mal mein Kollege Chang Aptik zeigen. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Holger. Also, wie wird denn eine Story in SuccessFactors erstellt tatsächlich? Dafür würde ich jetzt ins System gehen. Ja, wir haben da etwas vorbereitet. Und zwar müssen wir hierzu einmal die Story im Berichtscenter erstellen. Dafür erstellen wir jetzt ein Beispiel. Und damit wir am Ende auch eine Auswertung haben, müssen wir natürlich erstmal eine Datengrundlage schaffen. Diese Datengrundlage schaffen wir aus den vorhandenen Datentöpfen, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Das sind die ganzen SF-Module, die uns hier zur Verfügung stehen. Und für das Beispiel würde ich jetzt einfach mal mit dem Benutzer anfangen. Hier drunter hängen natürlich verschiedene Tabellen und unter diesen Tabellen hängen die verschiedenen Felder, wie man sie aus dem SF und aus dem Employee Center beispielsweise kennt. Da sollten wir uns natürlich Gedanken machen, welche Datengrundlage möchten wir eigentlich schaffen. Jetzt für das Beispiel würde ich die Basisinformationen zu dem Benutzer einfach hier per Drag and Drop hinzufügen in meinem Query Designer. Und jetzt sehen wir, dass nicht mehr so viele zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen weiteren Datentopf hinzufügen wollen würde, dann würden die hier angezeigt werden, die logisch dazu zusammenhängen. Ja. Hier auf der Seite haben wir die Möglichkeit, jetzt das Ganze nochmal einzuschränken. Einschränken bedeutet, wir können jetzt zu dem Benutzer uns die verfügbaren Felder anzeigen lassen. Die Felder, die wir jetzt für unsere Auswertung haben möchten, die würde ich jetzt hier einfach anklicken. Ich nehme jetzt einfach mal den Status dazu, das Geschlecht, den Nachnamen und den Vornamen. Dann nehme ich noch den Vorgesetzten dazu und dann sollte das erstmal für den Benutzer reichen. Damit ich das Ganze nochmal erweitern kann, um andere Informationen darzustellen, nehme ich einfach als Beispiel die Stelleninformation noch mit dazu.
Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, an der Stelleninformation weitere Felder auszuwählen. Ich nehme hierzu den Beschäftigungsstatus. Dann nehme ich noch die Kostenstelle dazu. Und zwar reicht mir hier der Code völlig aus. Und ich nehme noch die Vollzeitäquivalente mit. So, das heißt, ich habe aus der einen Datentabelle gewisse Daten vorausgewählt und aus der Stelleninformationstabelle lese ich noch weitere Daten hinzu. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, auch diese Spalten zu beschreiben. Ja, ich nenne das Ganze einfach mal hier unten um in Vollzeitäquivalent, eine Abkürzung. Die Kostenstelle nenne ich wieder Kostenstelle. Und als Beispiel berechne ich jetzt eine Spalte, die ich einfach jetzt hier mit hinzunehme, die es vorher nicht gab. Und das wird mein Name sein. Hierzu habe ich mir überlegt, werde ich jetzt den Vornamen ein Leerzeichen und den Nachnamen einfach hinzunehmen. Und Sie sehen, wie schnell das hier funktioniert. Ich brauche das hier nur eingeben, das wird mir hier vorgeschlagen. Und so kann ich schon direkt damit arbeiten und Dinge zusammenführen, Berechnungen, Tage zählen zum Beispiel, ja, Wenn-Schleifen bilden und so weiter. So, das soll jetzt erstmal als Beispiel reichen. Das heißt, ich habe den Vornamen und den Nachnamen hinzugefügt und das als einzelnes Feld mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze, wenn wir jetzt zufrieden damit sind, unsere Datengrundlage geschaffen zu haben, können wir uns natürlich in Vorschau anzeigen lassen, wie das Ganze in Tabellenform aussehen könnte. Das dauert hier ein wenig. Jetzt werden die Daten gelesen im Hintergrund und hoffentlich zu dem heutigen Stichtag ausgespuckt. So, jetzt sehen wir, dass wir hier die Felder, die wir ausgewählt haben, oben sehen können und dass das Ganze auch logisch zusammenhängt und auch richtig zugeordnet wurde aus den verschiedenen Tabellen. Wenn wir hiermit zufrieden sind, klicke ich nur noch auf Fertigstellen, gebe dem Ganzen einen Namen für die Datenquelle, Datengrundlage SF, sage OK und springe schon in die Story. Das heißt, was wir hier gemacht haben, wir haben uns eine Datengrundlage geschaffen. Aus den verschiedenen SF-Modulen. Die Abfrage haben wir jetzt so weit bearbeitet, dass das Ganze logisch zusammenhängt. Und anhand dieser Datengrundlage beginne ich jetzt einfach mal mit einer Tabelle. Wir sind jetzt direkt hier in dem Story-Modus, in dem Bearbeitungsmodus. Und ich kann hier im Designer jetzt direkt loslegen, mit diesen Feldern mir meine Story-Seite entsprechend aufzubauen. Dazu habe ich verschiedene Werkzeuge, dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Diagramme nutzen, ich kann Tabellen nutzen, ich kann einen Seitenfilter nutzen. Das heißt, ich habe die volle Funktionalität jetzt hier auf dieser Seite. Ich würde jetzt einfach mal hier die Kostenstelle, die ich ja umbenannt habe, mit reinnehmen und den FTE-Wert. So, jetzt sehen Sie, dass hier auf jeder Kostenstelle oder auf den einzelnen Kostenstellen auch die Einzelwerte stehen. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine aggregierte Form sehen. Wir befinden uns jetzt im Einstieg immer in der nicht aggregierten Form. Und dazu schalte ich das Ganze einfach um. Und schon sehe ich
eine Auswertung über die Kostenstellen und deren Vollzeitäquivalente aggregiert. Ja, also Sie sind sofort drin in den Daten. Sie können mit den Daten quasi so arbeiten, dass Sie hier in dem Modell sofort kreativ werden können. Ich werde jetzt hier einfach nochmal einen Seitenfilter hinzufügen, damit Sie sehen, dass das Ganze auch dynamisch miteinander verbunden ist und auch funktioniert. Dazu nehme ich jetzt die Kostenstellen. Ich nehme die 0 raus. Einfach zu Testzwecken nehme ich die Kostenstellen, die zur Verfügung stehen. Mache das Ganze jetzt mal so ein bisschen schicker, indem ich die zusammenschiebe. Und dann sehen Sie, wenn ich jetzt verschiedene Kostenstellen auswähle, dass die Tabelle sich sofort ändert. Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch mit Grafiken. Wir haben hier eine komplette Palette an vordefinierten Grafiken, die wir hier auswählen können. Für unseren Fall, für das Beispiel, würde ich jetzt einfach mal ein Kreisdiagramm nehmen und dort zählen, wie viele Mitarbeiter aufgeteilt nach Geschlecht wir eigentlich hier haben. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf alle klicke, sehen Sie, wie sich das hier dynamisch immer mit verändert. Sie sind quasi sofort drin, Ihre Daten auszuwerten, ohne viel rumgeklickt zu haben. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie definiere ich meine Story? Die Story soll ja eine Geschichte erzählen oder einen vielmehr betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben und eine Frage beantworten für Sie. Und die Frage kann sein, im ersten Step hier auf unserer Startseite, ich nenne das Ganze jetzt mal Übersicht oder Einstieg, wie man das gerne nennen möchte. Und dann können Sie sich überlegen, dass Sie in der Einstiegsseite beispielsweise eine aggregiertere Form darstellen möchten und für eine weitere Seite, die Sie hier dann anlegen können, können Sie zum Beispiel eine detailliertere Sicht sehen. Ich würde dann jetzt hier einfach noch den Namen, den ich jetzt hier zusammengesetzt habe aus dem vorherigen Schritt, würde ich jetzt hier mit reinnehmen. Und wir nehmen auch Vollzeitäquivalent mit. Und dann sehen wir hier sofort eine Liste der einzelnen Mitarbeiter. Wenn ich das Ganze jetzt hier filtern würde, dann sehen Sie 47 Mitarbeiter zugeordnet zu der Kostenstelle 200, 700, aufgeteilt nach Geschlecht und eine Mitarbeiterliste mit ihren FTE-Werten. Ja. Was jetzt noch möglich ist, Sie haben sich jetzt beispielsweise entschieden, die Story so aufzubauen, dass Sie eine Einstiegsseite haben, dass Sie eine Detailseite haben, dass Sie andere Fragestellungen hier beantworten mit mehreren Seiten. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, übergreifend einen Storyfilter hier einzufügen, der über alle Seiten hinweg filtert. Der Seitenfilter ist logischerweise nur für diese Seite gedacht. Es gibt sogar die Möglichkeit, einzelne Elemente über eine sogenannte verknüpfte Analyse anzusteuern. Das heißt, einfaches Beispiel. Wir gehen jetzt hier auf diese Grafik. Wir möchten, dass die Grafik, wenn wir sie anklicken, diesen Datenpunkt filtert und zwar auf meine nicht aggregierte Mitarbeitertabelle. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier einmal fertiggestellt habe und im Anzeigemodus hier auf die weiblichen Mitarbeiter klicke, dann verändert sich nur die untere Tabelle und ich sehe meine weiblichen Mitarbeiter. Das heißt, Sie können hier direkt kreativ werden. Sie können Ihre Fragestellung so definieren, dass Sie hier mit einfachen Klicks schnell durchdrillen können und auf Ihre, ja, zum Beispiel Mitarbeiterliste zugreifen. Sie können das Ganze hier, wenn das zu klein für Sie ist, über spezielle Funktionalitäten bedienen. Sie können sich das größer machen, Sie können das Ganze exportieren, Sie können sich das in Excel anzeigen lassen oder als ja, sogenannten PDF-Export, wenn Sie zum Beispiel mehrere Seiten haben und daraus einen regelmäßigen Bericht generieren möchten, dann stehen diese ganzen Funktionen hier zur Verfügung. Zurück zum Storyfilter. Ich würde jetzt einfach hier nochmal demonstrieren, wenn Sie jetzt hier diesen Status beispielsweise wählen,
Ich möchte meine inaktiven, aktiven und bereinigten Benutzer nehmen. Dann haben Sie immer die Möglichkeit, über alle Seiten, die wir hier definiert haben oder hätten, zu filtern. Ja, jetzt möchte ich nur meinen aktiven Mitarbeiterbestand sehen. Dann filtern Sie hier über diesen Story-Filter einfach auf den aktiven. Dann gehe ich jetzt nochmal hier rein und schaue mir das Ganze für diese Kostenstelle an. Ich habe hier 14 Mitarbeiter und jetzt möchte ich sehen, welche Mitarbeiter sind männlich, welche Mitarbeiter sind weiblich und dann habe ich hier schon direkt eine Auswertung. Ich würde jetzt beispielhaft nochmal eine neue Seite erstellen hier auf der Seite und Ihnen nochmal die Kreuztabelle zeigen. Haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Detailsicht auf das Ganze zu machen. Ich nehme jetzt mal den Benutzernamen, Namen, Vorname, Nachname, alles hintereinander. Dann nehme ich die Kostenstelle als Info dazu, Geschlecht, Beschäftigungsverhältnis, Status haben wir im Filter und den Vorgesetzten. Schon haben Sie eine Mitarbeiterliste im Detail. So. Das Ganze können Sie, wie gesagt, noch in Excel überführen, wenn Sie das möchten. Aber ja, dafür sollte das Tool primär nicht dienen, sondern Sie sollten wirklich die Funktionalität, die Sie hier haben, auch nutzen, weil das, was Excel kann, kann es hier größtenteils das Programm auch. Sie können das Ganze stilisieren, also Sie können die einzelnen Objekte nochmal einfärben. Das ist selbstverständlich. Also Sie können hier wirklich alle Möglichkeiten nutzen, die hier zur Verfügung stehen, über die Werkzeugleiste. Und da kann man wirklich schnell, sehr schnell kreativ werden. So, ich möchte jetzt auch wieder übergeben an meine Kollegen. Das sollte jetzt erstmal als Live-Demo reichen, denke ich. Und ja, würde ich einfach nochmal rüberspringen in den Foliensatz und dann gebe ich weiter an den Kollegen Dirk. Hey, muss ich top, Daumen hoch, sieht man zwar jetzt nicht, aber keine Fehlermeldung, nichts dabei, Punktlandung, Chapeau, genau. Klasse, so soll das sein. Ja, wir hatten kurz einen technologischen Einstieg, fachlich hat Herr Kuss mir jetzt viel gesagt, Sie haben gerade live gesehen, wie das Ganze geht und warum warten Sie eigentlich noch? Warum starten Sie nicht damit? Und das haben wir, die Frage beantworten wir jetzt auf der nächsten Seite und wie können wir Ihnen auch dabei helfen, dass Sie Ihre eigenen Stories, wenn Sie SF im Einsatz haben, auch erstellen können. Kannst du bitte eine Folie weitergehen? Leider es wird zwar noch umsonst sozusagen angepriesen, aber Sie müssen ein bisschen was machen. Das heißt, damit das Icon wird nicht direkt zur Verfügung gestellt, dass Sie die Stories erstellen können. Sie müssen eine technische Konfiguration vornehmen. Also Voraussetzung ist, dass SuccessFactors bei Ihnen im Einsatz ist. Dann müssen Sie aber eine technische Konfiguration vornehmen von zwei Komponenten, und zwar die Anmeldung und im Hintergrund steuern, dass die zwei Cloud-Lösungen miteinander arbeiten, also dass sie kommunizieren können. Das ist dieser sogenannte Identity Authentication Services und Identity Provisioning Services. Vielleicht haben Sie das auch schon im Einsatz, dann haben Sie schon einen großen Schritt getan. Auch diese zwei Komponenten sind nach meiner Kenntnis auch kostenlos. Sie müssen sie halt nur konfigurieren und einrichten. Das nächste, was gemacht werden muss, ist innerhalb des Admin Centers von SF müssen Sie einfach das Berichtscenter updaten, dass überhaupt diese Funktionalität zur Verfügung gestellt wird. Und dann sind eigentlich alle technischen Grundvoraussetzungen abgeschlossen.
dass Sie dann selber Berichte erstellen können. Aber diese kleinen Hürden, sage ich mal, müssen Sie nehmen. Sie können es bei der SAP in entsprechenden Forum nachlesen, was Sie zu tun haben. Oder wir können Sie dabei unterstützen. Und das haben wir sozusagen in dem unteren Punkt zusammengefasst. Wie können wir Sie schnell enablen oder die Fähigkeit, dieses Werkzeug zur Verfügung stellen, ohne dass Sie sich mit IT-Sachen beschäftigen? Weil wir haben gerade auch gesehen, Sie wollen ja Ihre Personalfragen lösen und das mit einem Werkzeug ohne Programmierung. Und direkt an dem Inhalt arbeiten, ohne viele technische Probleme. Das heißt, wir haben so ein Einstiegspaket, was unten aufgeführt, indem wir die technische Einrichtung einmal vornehmen mit der Aktivierung. Damit steht das Icon bereit. Und dann nehmen wir Sie an die Hand im Coaching und in der Befähigung durch eine Schulung, sodass Sie das, was der Kollege gerade vorgestellt hat, in dem Umgang eingewiesen werden, damit Sie die Schritte dort für den ersten Aufbau von eigenen Analysen gehen können. Wir haben da jetzt nicht ein Standardberichtswesen, weil das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, weil dieses Werkzeug so leistungsfähig ist und so einfach zu bedienen. Und das ist dieser Wechsel, sage ich mal, nimmt zu, dass Sie selbstständig in der Lage sind, mit einer kurzen Einarbeitung hier Ihre Berichtsabfragen zu definieren. Natürlich gibt es da noch ein paar Kniffe, da können wir Sie dann auch gerne unterstützen. Aber einfache Abfragen, wie gerade auch definiert, die können Sie dann sehr schnell selber erstellen, um entsprechende Fragestellungen oder Entscheidungen im Unternehmen zu beantworten. Was wir noch dabei haben, ist eine Roadmap oder ein Leitfaden, weil es eine neue Art auch von Reporting ist. Wie bauen Sie Stories auf? Wie sind die Interaktionen? Wie habe ich in der Gestaltung von Grafiken und Tabellen oder überhaupt in der Informationsaufbereitung vorzugehen? Und wie etabliere ich das eigentlich auch im Unternehmen über die Organisation mit Berechtigung und so weiter? Wer macht das? Wie wird das publiziert? Dass diese Fragestellungen in der Checkliste mal aufgeführt sind und dass Sie das können. Das Einstiegspaket, wo wir Sie an die Hand nehmen und befähigen, liegt unter 5.000 Euro. Da können Sie uns dann ansprechen und dann würden wir Ihnen helfen. Und was Sie dann eigentlich dann daraus haben, bitte auf die nächste Folie, Can, ist eigentlich folgenden Mehrwert. Einmal auf der Die Laserpointer. Auf der linken Seite, wir haben das technische Problem gelöst im Hintergrund, weil Technik lassen wir Technik. Die technische Konfiguration ist abgeschlossen. Sie können auf die Daten zugreifen. Im nächsten Schritt bringen wir Sie oder befähigen Sie, dass Sie überhaupt mal mit dem Werkzeug arbeiten können. Das heißt, dass Sie technische Funktionen sehen. Wie kann ich mir eine Datenquelle definieren? Wie kann ich mir erste Berichte selber auch erstellen? Und wie gehe ich da vor? Dadurch, dass Sie jetzt sehr einfach an Ihre Daten kommen, die Ihnen zur Verfügung stehen in SF, können Sie natürlich unterschiedlichste Fragestellungen, die ad hoc auch in Ihrem Geschäft auftreten, sofort selbstständig, ohne IT, direkt beantworten. Und das hilft Ihnen natürlich in der Kollaboration, das heißt in der Zusammenarbeit mit Ihren Personalreferenten oder als Businesspartner mit den Abteilungen, hier entsprechend das ganze Wissen teilen und die richtigen Fragen auf den richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen. Und das auch noch ad hoc. Und das Ganze bringt intern einen Mehrwert. Für alle Beteiligten, gerade aktuell aufgrund der Zeit, die wir ja nicht so unendlich haben. Das heißt, die schnelle Veränderung sofort mit Daten plausibel zu unterlegen und auch jemanden bereitzustellen als Information, als Entscheidungsgrundlage. Und dieser Wechsel, den sollten Sie gehen. Das macht Freude, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten. Und hier auch den Mehrwert aus der Businessabteilung für das Unternehmen auch klar darzustellen, in den betriebswirtschaftlichen Fragen auch zu unterstützen, also in den speziellen Personalfragen
hier auch als Businesspartner oder Coach im Unternehmen, die einzelnen Führungskräfte zu unterstützen oder auch Abteilungen, die ihre Fragen beantworten müssen. Gut, wir sind dann auch schon am Ende angekommen und haben auch noch die Möglichkeit, ich denke mal anhand des Teilnehmerkreises sogar vielleicht das Ganze zu öffnen. Wir hoffen, dass wir gemeinsam vielleicht einen sehr entscheidenden und mehrwertbringenden Schritt in die richtige Richtung mit Ihnen zusammen gehen können. Deswegen, ja, wir erklären hier Wissen, aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns ansprechen. Meine Kontaktdaten stehen hier, sodass wir Ihnen auf den ersten Schritt, sage ich mal, sehr einfach helfen können, einen Einstieg zu finden und Sie selbstständig dann auch geschult und ausgebildet die weiteren Schritte einleiten können. Weil ich habe es in der Mitte dargestellt, Analytics ist, sage ich mal, und nimmt einen sehr starken Stellenwert ein in der Prozessintegration. Und Information ist die einzige Ressource, die man eigentlich nutzen kann, ohne dass sie abnutzt. Und wir sollten diese Informationen scheren und sie nutzen, das gesamte Unternehmen nach vorne zu bringen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen hier bedanken, auch im Namen der Kollegen. Und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen, die entweder über den Kommunikationskanal gestellt werden können, dass Sie die Hand heben und dann schalten wir Sie einfach live und dann können wir auch in direkte Interaktion gehen, wenn Fragen bestehen. Sie müssten dann einfach nur die Hand heben. Sieht so aus, als wenn keine Fragen mehr offen sind. Ah, dann hoffe ich, dass es daran liegt, dass wir das so gut erklärt haben, dass für Sie erstmal alle Fragen beantwortet sind. Und sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie so etwas planen. Und wir sind ehrlich und geben Ihnen die Antworten, wie Sie das machen. Und vielleicht arbeiten wir dann auch in Zukunft zusammen. Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen einen schönen Tag, bleiben Sie bitte alle gesund und hoffen, dass wir hier ein weiteres Stück in Ihrem Puzzle hin zu Business Intelligence in HR-Abteilung liefern konnten. Vielen Dank. Danke.